Servus Leute, willkommen zu einem Erzbergrodeo Bikecheck Video. Wir sind hier am Erzberg wieder 2023 und wir haben letztes Jahr genau das gleiche gemacht auf dem Weber Channel. Deswegen haben wir uns gedacht, wir checken heuer mal ein Bike aus. Haben heuer ein neues Motorrad, das 2024er Modell schon. Und ja, wir schauen einfach mal drüber, oder? Also, das Wichtigste ist eigentlich heuer die Nummer 1. Letztes Jahr gewonnen. Ich bin der Erste, der was am Pullover fahren darf. Dadurch, dass ich letztes Jahr gewonnen habe, mega cool. Freut mich natürlich sehr. Es schaut mega cool aus auf dem Biker. Deswegen könnte ich mich daran gewöhnen. Und hoffentlich kriegen wir nächstes Jahr wieder die Nummer 1, weil der Vorjahressieger bekommt die Nummer 1. Haben wir ein nagelneues Bike. KTM 300er XC 24er Modell. Eigentlich komplett neues Chassis. Neuer Rahmen, von Motor einfach eigentlich komplett anderes Bike. Deswegen glaube ich, gibt es relativ coole Features. Was natürlich bei meinem Bike jetzt speziell ist, wir haben da zum Beispiel einen Map Switch drauf. Im Moment zwei fürs Main Race. PG, Prolog, bisschen mehr Dampf, bisschen mehr Aggressivität. Also ist einfach ein bisschen schneller noch nochmal das Bike. Haben jetzt für den Prolog, fahren gerade 1350 von der Übersetzung. 1350, neues Bike, muss man ein bisschen mehr Ketten, ein bisschen lockerer fahren. Raptor wieder am Start. Einfach wegen den Steinen, mega wichtig. Wegen den Steinen, einfach dass man es nicht. Die Fußraster abbrechen oder sowas, deswegen fahren wir meistens eigentlich Titan. Fußrasten sind gleiche Höhe, nur 5 mm zurück auch. Dadurch fühlt sich für mich ein bisschen besser und haben einfach ganz viele verschiedene getestet da. Und was mega cool auch ist, heuer, wir fahren wieder Premix auch jetzt bei dem Bike. Dadurch haben wir jetzt den Öltank rausgebaut und haben jetzt da relativ viel Platz. Also haben wir einen Fußbremshebel unten reingebaut in den Rahmen und den Schalthebel, der steckt da drin, dass einfach wirklich alles dabei ist. Beim neuen Chassis auch ist es so, dass da normalerweise einfach ein Loch drin ist. Haben wir was gebaut, dass man Hebel verstecken können, Kupplungshebel. Und Bremshebel für vorn. Was ist dabei heraus? Weiß ich nicht, ob es wieder gut reinbringt, deswegen lassen wir ihn einfach raus. Haben Motormaster Brake Discs. Feste, auch von letzten Jahr ein bisschen was geändert. Feste Brake Disc Protection, einfach. Vorne Bremsscheibe, hinten Bremsscheibe, Protection, Bremsgeberschutz, einfach ein mega gutes Bodenschutz, einfach für den Rahmen auch mega wichtig. Vorne mein Extremfahrwerk, mein Extrem-Setup, haben wir Convolve drin und das neue Explorer-Shock, wo die Aufnahme wieder ganz anders ist, also wenn du umsteigst auf das Bike, auf die 2024 Modelle, braucht einen neuen Dämpfer, passt leider der alte nicht mehr, aber sie haben einen mega guten Job gemacht, deswegen fahren wir dann Celle della Valle sieht. Einfach ein bisschen mehr Grip zum haben, schauen, dass wir nicht so viel durchrutschen, tiefer Lenker, auch im Moment war letztes Jahr eigentlich immer auf die 999er unterwegs, heuer sind wir auf den 821er gegangen, Fettbar, gleiche Köpfung, fast identisch, nur ein bisschen mehr Flex. Haben wir ein bisschen mehr getaugt, einfach haben wir beim Testen rausgefahren. Und
Ja, sonst nicht so viele Special Things. Da, nochmal ein Button. Da Button. Zweiter Startbutton. Einfach nur zur Sicherheit, falls irgendwas passiert. Haben wir Grappowitsch drauf. Scheint noch schön. Ist noch keine Kratzer drin. Ist auch wieder ein komplett neues Ding. Ich glaube, die hat jemand wirklich einen mega coolen Job gehabt. Gesamt vom ganzen Bike. Und ja, ich glaube, das war's. Reifen, sehr wichtig fürs Rennen immer. Fahren jetzt halt einen harten Reifen, harten Michelin, Medium Enduro. Einfach für den Prolog vom Grip her soll halt gut sein. Nicht zu hart vom Mousse. Fürs Hauptrennen natürlich super soft von Michelin mit richtig schön weichem Mousse, dass wir einfach so viel wie es geht Grip aufbauen. Vorne eigentlich fast wie bei jedem Rennen. 90-100, breiteren Reifen, bisschen mehr Grip, bisschen mehr Komfort in die Steine, deswegen fahren wir eigentlich überall den Reifen. Es gibt einen 90-90 oder einen 80-100, aber wir bleiben eigentlich meistens beim 90-100 hängen und ist auf jeden Fall der Extremenduro-Reifen, wo am besten funktioniert, meiner Meinung nach. Kleines Feature noch, Hinzenkupplung, natürlich, aber auch das. Kleine Fußbrakepad aus Titan, einfach nur zur Sicherheit, dass nichts bricht oder sollte eigentlich eher verbiegen, als wie es brechen soll. Deswegen sind wir da auf der Schutzseite auch immer mega wichtig. Und ich glaube, das war's da, die Song. Hey, Leute, also wünscht mir viel Glück für Sonntag. Sehr wichtiges Rennen da, dieser Berg. Und ja, folgt uns auf Instagram, auf dem Weber-Channel. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao dabei. Scheiße, Leute, komplett was vergessen. Wir haben diesen Monat als Montagegerät im Angebot. Es gibt mit meinem Code ML304 50 Euro Rabatt. Schaut's vorbei, checkt es ab. Es ist ein mega cooles Reifenmontiergerät. Einfach für die Hardenduro-Reifen. Zack, 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 kann man mega leicht machen. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt daraus, wer sie uns kauft, wir machen eine Challenge draus. Nehmt ein Video auf, stoppt die Zeit und der Schnellste gewinnt dann noch was extra. Also, versucht euer Glück. Ciao dabei.